Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Was ist denn das für ein Lärm hier? Minecraft Hardcore. Warte mal kurz. Was machst denn du hier? Du gehörst hier aber nicht rein. Du stirbst hier nämlich, weißt du das? Tja. Dann stirb mal. Ach, lass mich raten, jetzt habe ich dich hier weggeschuckt. Und jetzt stirbst du hier nicht. Na gut, dann helfen wir nach. Wie mache ich denn das? Ja toll, jetzt bist du direkt an der Tür dran. Da muss ich dich mal von der Tür wegschieben. Genau. Ich Idiot! Ja. Wo ist mein Wassereimer hin? Ihr guckt mal bitte weg, ja? Wo ist mein Wassereimer hin? Milch. Jetzt bringe ich mich hier selber um. Um diesen blöden Störenfried loszuwerden. Genau. Erledigt. So. Gut. Und jetzt können wir gucken, was wir heute machen. Willkommen zu Was ist das für ein Lärm? Jetzt wollten wir doch erstmal den Kumpel hier fragen. Ey. Bis ich jetzt da angekommen bin, ist jeder schon längst wieder gestorben. Na gut, sammle ich die Pfeile ein. So. Und nun wieder zur nächsten Frage. Was hast du denn für ein Angebot für uns, mein Freund? Kürbisse brauchen wir nicht. Korallen, Lilypads, Birke, Allium und ein Bucket of Pufferfisch. Den kann man gut brauchen, um Geheimtüren zu bauen, aber das brauche ich nicht. Na gut, dann würde ich sagen... Milch? Warum bietest du mir Milch an? Hä? Warum bietet der mir Milch an? Da können wir die auch gleich wegbringen. Ach, und hier oben sind ja noch Sticks. Na gut. So, jetzt muss ich mal gucken, warum der mir Milch anbietet. Komm mal her, Dicker. Hallo, was machst du mit der Milch? Hm. Ja, jetzt musst du ein Symbolfoto, wa? Bietest Milch an und hast keine. Oh! Entschuldigung! Ey! Sag mal, wo kommt ihr denn alle her? 1, 2, 3, 4. Wow! Benehmt euch, Kinder! Oh! Habt doch gar nichts gemacht! Aua, aua! Du
Du kriegst Hausverbot, Ede. Was ist mit euch hier eigentlich? Traut ihr euch eigentlich nicht raus? So. Und ihr dummen Lamas da hinten. Wisst ihr eigentlich, was passiert? Wenn die Eisengolems sehen, dass ihr mich angreift, die machen euch platt. Hoffe ich zumindest. Ey, wie weit können die denn spucken? Holla! Die sind ja besser als die Schneemann-Fuzzis. Ich will Kampflamas haben, die mich beschützen. Haha, haha. Holla, die Waldfee. So, egal. Ruhe ist. Ich werfe mal wieder einen Blick in unsere Maschine, was die bringt. So. Mal gucken, wie die Ausbeute ist. So. 42. Das lohnt sich eigentlich. Ja, ich nochmal 22, sind 64. So. Aber wisst ihr, was ich noch nicht bei mir angebaut habe? Chorusfrüchte. Hallo, Mr. Melone. Danke. Ja. Wie gesagt, ich habe noch keine Chorusfrüchte gebaut und ich bin überlegen, ob ich mal ins End gehe, einfach nur, um Chorusfrüchte zu holen. Danke. Er blubbert. Ja. Was können die jetzt? So, dann gucken wir mal, was dieser Suspicious Stew kann. So, den weg, damit wir hier gleich den Effekt sehen. Und jetzt, Prost! Ah, Mist. Hör mal, liebes Lama, ich könnte jetzt mal... Hallo, Lama. Ich könnte jetzt mal ein bisschen Damage gebrauchen. Jetzt wollen sie nicht. Jetzt wollen sie nicht. Unfair. Na gut. Dann gucken wir mal. Hier unter den Bäumen steht doch sonst immer irgendwas rum. Hopp, hopp. Hier im Wasser jemand? Nö. Sag mal, kriegt man nicht mal ein Skelett, wenn man mal eins braucht? Ah, jetzt. Na dann, cheers. Weakness, Schwäche. Okay, das ist für einen Eimer. Und der zweite... Hopp, 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 hopp. Hallo Pferdchen. Ja, auch weil ich jetzt hier rumhüpfe, ich bin nicht der Osterhase. Ich will nur ein bisschen Hunger kriegen, um zu testen, was für eine magische
oder mysteriöse, verdächtige Pilzsuppe mir dieser nette Herr dort verkauft. Habe ich meine Feather-Falling an? Ja. Biene, es wird dunkel, du solltest langsam nach Hause fliegen, ja? So. Jetzt sollte ich aber... Ich hüpfe mal wieder nach Hause, weil es wird auch für mich dunkel. Hüpf, 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 hüpf. Na komm, endlich. Päh. Ja, jetzt. So. Aua! Doofe Idee. Oh, warte, ich habe Milch bei. Okay. Der ist also für den Eimer. Den brauche ich nicht. Das kann ich mir alles sparen. So, jetzt kommt natürlich eine Quizfrage. Was brauche ich alles, wenn ich ins End will? Ich brauche jede Menge Steine. Ich würde sagen alle. So. Das kann weg. Die können weg. Die Kiste. Ach, die nehme ich mal mit. Und zwar werde ich die hier mitnehmen. So. Genau. Im End passiert einem ja nichts. Solange man keine Endfestung angreift, hat man nur ein paar Endermänner und die tun einem ja nichts. So, das heißt, wir brauchen Pferd nehme ich diesmal nicht mit. Ich sagte, Pferd nehme ich nicht mit. Das hat auch gar nichts mehr drin. Achso, das warst du ja. Nee. Braucht man nicht. So. Eine Enderkiste können wir mitnehmen. Oh, Enderperlen kriegen wir dort. Suspicious Stew. Brauchen wir nicht. Totem of Undying habe ich mit. Nehme ich noch ein zweites mit. Dann war es das eigentlich schon. Ach so, richtig. Und ein Stack Futter. So. Das ist meine Schaufel. Die bleibt zu Hause. Jo. Und das Rautenflash bleibt auch zu Hause. Würde ich nämlich sagen, gehe ich nächstes Mal mal ganz kurz ins End, um ein paar Kokosfrüchte zu holen. Ja. Pfeile werde ich ins Deck mitnehmen. Und das war's dann schon. Und die Endertruhe hier. Die da. So. Und die Steine, die brauche ich ja alle auf. Weil ich werde mich einfach dort quer rüber bauen. Und ein bisschen Sand muss ich mitnehmen. Weil ich für Enderperlen ein bisschen was bauen möchte. Ja.
Doof jetzt. So. Ich mache das einfach mal so und so. Ach, alle hier rein. So. Die nehme ich auch alle mit. Da habe ich nämlich genug. Hier kann ich gleich das Rottenflash abgeben. Ach, habe ich ja schon abgegeben. Gut. Sanftes Händchen. Danke. Ja, würde ich sagen, gehen wir nächstes Mal ins End. Und für heute sage ich einfach, danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis morgen. See you later. Und gute Nacht.